Hallo und willkommen bei Sonne, Sand, Meer, Tarot. Ich bin Daniela und das hier ist mal wieder eine Engelbotschaft, zeitlos und aktuell zugleich und gültig für alle Sternzeichen. Ja, und auch das ist wie immer eine allgemeine Legung, in der ich keine persönlichen Ratschläge gebe und das passt natürlich auch nicht für jeden. Wie immer darfst du dich von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest, den lass beiseite. Und in dieser Engel-Tarot-Playlist, da findest du einfach zeitlose Engelbotschaften. Also wann immer du einen Rat suchst, schaue einfach in diese Playlist hinein und klicke das Video an, was sich irgendwie so bemerkbar macht, was dir ins Auge springt. Und dann schauen wir mal, was uns die Engel in dieser Woche mitgeben wollen auf unser aller Weg. Der friedvolle Krieger, Erzengel Ariel. Und da geht es darum, dass wir mit beiden Füßen auf dem Boden stehen. Und durch diese Erdung, die wir haben und auch dieses Geerdetsein ist etwas, was uns befähigt, einfach für die Dinge, die uns wichtig sind, einzustehen. Und das tun wir auf eine sehr friedliche Art und Weise. Und ja, das ist mit Sicherheit auch ein Thema, was uns gerade umgibt, auf sehr friedliche Art und Weise seine Meinung zum Ausdruck bringen, auch auf friedliche Art und Weise seinen Protest zum Ausdruck zu bringen und eben einfach zu sagen, okay, so wie die Dinge gerade laufen, damit bin ich nicht einverstanden. Und das kann natürlich eine kleine Sache sein in deinem Leben, wo du einfach geerdet sein musst, mit der Erde verankert bist und dann eben sagen kannst, okay, so sehe ich das nicht und so möchte ich das nicht. Und dann gibt es das Ganze natürlich auch noch auf einer größeren kollektiven Ebene, wo einfach auch viele Menschen gemeinsam aufstehen dürfen und sagen dürfen, so nicht, das ist nicht in Ordnung und das ist einfach auch nicht das, was wir wollen oder wofür wir stehen. Und es ist immer ganz wichtig, friedlich dabei zu bleiben, denn nur friedlich können wir in den Konsens kommen und eben auch schauen, dass wir Lösungen finden, die für alle Beteiligten richtig sind. Und wir schauen mal weiter in die Engelkarten. Wir haben hier die Vier des Wassers. Ja, und da geht es einfach darum, dass uns etwas immer wieder ablenkt und unzufrieden macht. Dann haben wir hier den Turm, die Transformation, wo wir auch Dinge wahrnehmen, die lebensverändert sind und das Potenzial haben, uns zu befreien. Und hier haben wir den Neubeginn. Es geht also darum, auch nochmal zu schauen, was ist das, was uns ständig ablenkt? Was ist das, was immer wieder Unzufriedenheit in uns auslöst? Und das sind mit Sicherheit viele Dinge im Leben. Das können viele kleine Dinge sein, das kann ein kleines Ding sein, das können viele große Dinge sein, das können ganz große Dinge sein. Aber was ist das, was uns immer wieder ablenkt, was uns immer wieder von unserem Weg abbringt? Und was ich hier bekomme bei dieser Karte ist auch so diese Waffenruhe, dieses Thema Waffenruhe. Weil Waffenruhe an sich ist ja, also im Tarot von Crowley ist das dargestellt in der Vier der Schwerter. Das ist einfach ein Zustand, wo man für einen Moment Frieden hat oder sich irgendwo auch mit so faulen Kompromissen zufrieden gibt oder zu irgendetwas Ja gesagt hat, was man eigentlich gar nicht machen will. Nur weil man das Gefühl hat, das wird von einem erwartet oder weil man anderen nicht auf die Zehen treten will oder nicht enttäuschen will, Erwartungen anderer nicht enttäuschen will. Und ja, so ist eben hier die Frage, was ist das, was dich immer wieder ablenkt? Was ist das, womit du eigentlich konstant unzufrieden bist? Und was braucht es, um das zu verändern?
Ja, um es auch einfach als das zu erkennen, was es wirklich ist und einfach in diese befreiende, lebensverändernde Transformation zu gehen. Und dann liegt hier eben dieser Neuanfang. Ein beschützter Neuanfang, wo man sich einfach wieder, ja, frei entfalten kann, neu beginnen kann. Wo einfach auch hier wieder alles anfängt zu blühen, alles möglich ist. Ja, und manchmal ist es ganz wichtig, dass wir da hinschauen, wo wir diese Unzufriedenheit spüren. Denn das ist einfach auch so ein ganz wichtiger Wegweiser, dass wir Maßnahmen ergreifen und Dinge in unserem Leben tun, Dinge vornehmen, die einfach hier lebensverändernd sind, die uns befreien. Und insofern kann der Turm auch eine unglaublich positive Karte sein, weil der Turm ja immer dieses Potenzial zeigt, zu erkennen, woran es hängt. Und in dem Moment, wo wir erkennen, woran es hängt und eben auch diese Veränderung zulassen, tut sich nochmal wie so eine Tür auf, eben hier für diesen Neubeginn, wo wir dann auch wieder freudvoll sein können, friedlich sein können, uns entfalten können. Und das ist etwas, das ist hier irgendwo nicht mehr möglich. Und manchmal verharren wir auch in Zuständen, mit denen wir unzufrieden sind, einfach nur, weil wir das gewöhnt sind, weil wir das kennen, weil das immer so war. Und insofern liegt hier einfach eine Erkenntnis, die Transformation möglich macht und eine sehr positive Lebensveränderung mit sich bringt, die einfach auch sehr befreiend wirkt auf allen möglichen Ebenen. Karmic Board Clearing. Ja, das ist einfach so eine karmische Reinigung, eine Reinigung von Karma liegt hier, eine energetische Reinigung, die uns ermöglicht, unsere Geschichte, die Geschichte unseres Lebens neu zu schreiben und hier auch in unserer Wahrheit zu leben. Und das bringt jetzt eben auch nochmal so diesen Aspekt mit rein, dass man hier an der eigenen Wahrheit vorbeilebt. So Unzufriedenheit ist so ein wichtiger Wegweiser, weil indem wir erkennen, was uns unzufrieden macht und woran es hängt, erkennen wir auch, was wir brauchen, um hier wirklich in diesen Frieden zu kommen und diesen Weg hier auch friedvoll zu gehen. Und oft ist es auch so, dass wenn wir unsere Aufgaben gelernt haben, die uns karmisch gegeben werden, dass wir das Ganze dann einfach auch nochmal energetisch klären müssen, energetisch klären dürfen. Und das ist eben hier auch mit diesem Erkenntnisprozess verbunden, der es ja ermöglicht, hier in diesen Neuanfang zu gehen, unsere Geschichte neu zu schreiben und einfach auch in unserem Licht zu stehen, in unserer Wahrheit zu stehen. Und immer dann, wenn wir Unzufriedenheit spüren, stehen wir nicht in unserem Licht. Dann sind wir nicht auf diesem Weg, den sich unsere Seele ausgesucht hat, den wir gerne gehen sollen. Ja, und haben uns irgendwo auch ein Stück weit von uns selbst entfernt. Und insofern ist einfach so diese Unzufriedenheit eine ganz, ganz wichtige Sache. Auch das, was uns immer wieder ablenkt von dem, was wir eigentlich tun wollen, weil wenn wir uns immer wieder ablenken lassen von dem, was wir tun wollen, immer wieder von unserem Weg abkommen, dann ist das auch etwas, was in uns Unzufriedenheit auslöst. Weil wir nie dahin kommen, wo wir eigentlich hinwollen und uns quasi dann auch so selber im Weg stehen. Ja, und diese Woche bringt hier einfach ein gewisses Erkenntnispotenzial mit sich, ein sehr positives Erkenntnispotenzial, weil es sehr richtungsweisend ist
Und eben diese energetische Reinigung von alten karmischen Erfahrungen möglich macht und uns hilft, uns auszurichten und einfach einen neuen Weg zu gehen, hier die Träume vom Himmel zu holen und einfach mehr in diese Richtung zu gehen, wo einfach ganz klar auch so dieser Impuls da ist, dass unsere Seele uns dorthin zieht. Ja, ihr Lieben, das ist eine sehr interessante Botschaft in dieser Woche. Ich hoffe, sie war dem einen oder anderen hilfreich. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video ein Like und wenn du möchtest, dann abonniere meinen Kanal und schau bei Gelegenheit wieder vorbei. Natürlich ist es immer möglich, diesen Kanal zu unterstützen, beispielsweise über den Link unter dem Video, aber natürlich auch über die Likes und Kommentare. Herzlichen Dank und alles Liebe!